Draußen steht irgendwie schon der Herbst ganz mächtig vor der Tür, deswegen haben wir uns gedacht, wir wollen mal dafür sorgen, dass Ihnen ein bisschen warm ums Herz wird und Sie auf den Geist der Weihnacht einstimmen. Das Musical basiert auf der berühmten Erzählung von Charles Dickens, A Christmas Carol. Und in diesem Musical Dome werden Sie dieses Musical sehen können vom 23. November bis zum 30. Dezember. Wir werden Sie mitnehmen jetzt auf eine kleine Zeitreise. Und wer da als Reiseführer besser geeignet als der Autor und Komponist des Musicals vom Geist der Weihnacht? Begrüßen Sie bitte Herrn Dirk Michael Stephan. Schönen guten Morgen. Ja, schön, dass Sie gekommen sind und dass wir uns auf diese kleine Zeitreise, von der Axel Terporten gerade sprach, gemeinsam begeben können. Als das Musical entstand, da war Hochsommer und es waren 32 Grad im Schatten, wohlgemerkt. Also keine optimalen Bedingungen, um sich in Weihnachtsstimmung zu bringen, aber es ist so, diese Weihnachtsgeschichte, A Christmas Carol von Charles Dickens, ist so intensiv und eindringlich erzählt, dass sich für mich fast automatisch von selbst die ersten Melodien formten, selbst bei 32 Grad. Wir befinden uns in London in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Es ist eine Zeit, in der die Menschen nicht viel zu essen haben. Charles Dickens war ja auch ein sehr sozialkritischer Autor. Und wir haben den Tag vor dem Heiligen Abend. Die Menschen freuen sich auf dem Marktplatz auf das bevorstehende Weihnachtsfest und stimmen sich mit einem ersten, sehr warmherzig gehaltenen Lied auf den Heiligen Abend ein. Mit der Liedzeile Weihnacht, Weihnacht, Friede für alle Welt. Doch mitten unter ihnen gibt es einen, man könnte sagen, es ist ein Zyniker. Er hasst Weihnachten, er hasst die Menschen, er hasst sich selbst und er hasst sein eigenes Leben. Sein Name ist Scrooge. In dem Moment, wo Scrooge die Bühne betritt, wird das Licht auf der Bühne ganz kalt und die anfangs so fröhliche und warmherzige Weihnachtsmelodie verwandelt sich von einer Dur-Tonart in eine dunkle und düstere Moll-Tonart. Scrooge ist ein Pfandleiher, man könnte heute neudeutsch sagen ein Kredithai, das heißt, er lebt auf Kosten anderer Menschen und er hat demzufolge auch keine Freunde. Bis auf einen, das ist sein Geschäftspartner Jakob Marley, doch der ist seit 20 Jahren tot. Eigentlich tot, müsste man sagen, denn Marley lebt seit seinem Tod als Geist zwischen Himmel und Erde. Und er hat die Aufgabe, Scrooge zu erlösen und damit auch sich selbst zu erlösen. Und so treffen die beiden sich und Marley erklärt Scrooge, er müsse ein anderer Mensch werden, sonst würde er nach seinem Tod dort landen, wo er, Marley, selbst gelandet ist, in dem Zwischenreich der unerlösten Geister. Und so machen sich Marley und Scrooge gemeinsam auf eine Zeitreise, in deren Verlauf Scrooge erkennt, wie verpfuscht sein Leben eigentlich ist. Und im Song, kurz vor der Pause, zieht er ein erstes Zwischenfazit dieser Zeitreise. Erleben Sie Chris Murray mit dem Lied Was habe ich getan? Es tut weh, mein eigenes Leben zu sehen. Und was ich sehe, kann ich selbst nicht verstehen. Alles wäre ungeschehen, könnte ich die Zeit nur rückwärts drehen. Alles wäre ungeschehen, könnte ich die Zeit nur rückwärts drehen. Könnte ich die Zeit, könnte ich die Zeit, könnte ich die Zeit nur rückwärts drehen. Ich gebe viel. Geld, könnte ich mein Leben korrigieren? Ich hatte viel, was wirklich.
nicht zählt, sollte mich im Nichts verlieren. Ich bin allein in meiner Welt und möchte alles ausradieren. Denn es ist wahr, ganz einfach wahr, viel Gutes hab ich nicht getan. Denn es wird herzlich klar, dass ich da nichts mehr ändern kann. Scrooge, wie Sie sehen, eigentlich ein hoffnungsloser Fall. Gäbe es da nicht noch eine andere Figur, die der Geschichte an ihrer entscheidenden Stelle eine Wende gibt? Es ist ein geheimnisvoller Engel, von dem man zunächst gar nicht genau weiß, woher er eigentlich kommt und was er mit dem Leben von Scrooge zu tun hat. Dieser Engel reist mit ihm in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft seines eigenen Lebens. Und obwohl Scrooge ein schwieriger Fall ist, verfügt der Engel über ein sehr wirksames Mittel, mit dem er das Herz dieses alten Geizhalses nach und nach erweichen kann. Dieses Mittel heißt Liebe. Und so beschreibt der Engel in einem ganz zentralen Lied im zweiten Akt des Musicals, wie es ist, wenn ein Engel einen hartherzigen Menschen ohne Bedingungen lieben kann. Erleben Sie nun in Ihrer allerersten Musicalrolle überhaupt, zum ersten Mal auf der Theaterbühne, eine ebenso beliebte wie bekannte und vor allen Dingen ganz besondere Künstlerin, bekannt vor allen Dingen aus der Zeit, als sie noch kein Engel war. Vom No Angel zum Engel, hier ist Sandy Mölling mit dem Lied eines Engels. Wenn der Tag und die Nacht sich berühren, nur für einen Moment, wenn ein Klang dich erreicht und dir sagt, dass er die Antwort schon kennt, steht die Zeit ganz kurz still. Durch dein Herz strömt ein Gefühl von Ewigkeit, nur für dich klingt ein Lied, auch inmitten der tiefsten Nacht, klingt vertraut, nur für dich, bis der Morgen ganz neu erwacht. Jeden Schritt, den du gehst, geh ich mit, denn du bist mir vertraut, auch wenn du mich nicht siehst, mich nicht spürst, weil mich es der auf dich schaut. Wie ein Stern für dich scheint und er strahlt, auch wenn der Himmel da. Es ist wahr, deinen Weg gehst du nicht allein. Schau nur hin und du spürst, immer werde ich bei dir sein. An der Seite unseres wunderbaren Engels, vielleicht haben Sie ihn in der Maske des Marley nicht gleich erkannt. Er ist der dritte im Bunde, Ron Holzschuh, als Hauptdarsteller in der Rolle des unerlösten Geistes Jakob Marley. Sie können ihn heute Abend noch in Sat.1 sehen oder im ORF in der Abendserie Eine wie keine. Und so ist es, dass die Liebe eines Engels und die Freundschaft eines Geistes dieses härteste Herz der Welt schließlich zum Schmelzen bringen.
Und in Scrooge entsteht die Sehnsucht, sich am Ende zu verändern. Doch das Ende seiner Zeitreise bedeutet auch, dass er Abschied nehmen muss. Abschied von den beiden wichtigsten Wegbegleitern, die ihn die ganze Zeit auf seiner schwierigen Reise begleitet und unterstützt haben. Und so entsteht am Ende auf der Bühne ein Duett von zwei Freunden, die sich Lebewohl sagen, Marley und Scrooge, begleitet von einem Engel, der seinen Schützling fortan auf ganz besondere Weise, auf seine eigene Weise begleiten wird. Chris Murray, Ron Holzschuh und Sandy Mölling singen einen Titel, der im November und im Dezember hier im Musical Dome bei hoffentlich ganz vielen Abenden das Motto sein soll. Das Lied heißt, diese Nacht soll niemals enden. Diese Nacht soll niemals enden, halt den Mut in seiner Bahn, will das Morgenrot abwenden, will die Zeit mit dir bewahren, will das Glück mit dir erfahren, von der Dunkelheit ins Helle. Dieser Traum war fast erfüllt, bald bleibt er an dieser Stelle.